Ach, hier sind überall Wachen. Wie siehst du mich, wenn ich dich nicht sehe? Wo geht die Blutspur hin? Okay, let's see. Gestank des Todes. Und etwas anderes. Parfüm. Was erzählst du mir, Paulus Aurelius? Er hat etwas in seinem Hals. Eine Nachricht. Ich werde Kyrene von den Hedonisten befreien. Meine nächste Tragödie wird Kyrenes größten Schauspieler niederschlagen. Metrobius. Und es ist unterschrieben. Vesta. Vesta, Vesta, was hast du für ein Problem mit Vergnügung? Ich muss den Schauspieler finden, bevor die Mörderin wieder zuschlägt. Phanus wäre erschüttert, wenn ein Schauspieler stirbt. Die eigentliche Frage ist, was ist deren Motivation? Komm, kletter hier raus. Vesta nur gegen diese Männer? Ist sie eine Hetäre, die ihre Kunden umbringt? Das ist die große Frage. Das können wir jetzt herausfinden. Auch natürlich ist das... Ja, whatever. Ich bin nur auf der Durchreise. Lasst mich einfach in Ruhe. Au. So. Was ist hier los? Ich muss diesen Löwen loswerden, bevor ich den Verdacht bestätigen kann. Aber das ist wohl Vestas zweites Opfer. Ja, der Ägypter hat keine Angst. Er wird dich retten, Metrobius. Metrobius ist tot, du Narr. Aber immerhin haben wir eine reelle Chance. Was? Unser Theaterstück wird nie das Licht der Welt erblicken. Meine erste große Rolle und sie ist ruiniert. Ruiniert! Metrobius hätte gewollt, dass wir es für ihn aufführen. Oh, hier. Metrobius ist ein Märtyrer für die Kunst und das Theater. Unser Stück wird weiterleben. Wir werden Metrobius unter dem Theater begraben. Und ja, wir werden weiterhin Schauspielern.
verlasse den Konflikt. Ich bin nicht mal in einem. Aber okay. Verstecken wir uns halt am nächsten Grasbüschel. Jetzt geht's. Von Metrobius, dem zweiten Opfer des Mörders, ist nicht mehr viel übrig. Noch eine Nachricht. Metrobius hat sich das letzte Mal verneigt. Nur der Hurenbock ist übrig. Und er wird im Wolfsbau sterben. Diese Weste hat einen Hang zum Dramatischen. Der Wolfsbau des Hurenbocks muss das hiesige Bordell sein. Da gehen wir gerne hin. Mein Instinkt war richtig. Sie ist eine Hetäre. Aber sie sucht ihren Vater. Ich hoffe nur, dass ich ihn vor ihr finden kann. Die Frage ist, warum ist sie mehr? Es ist sehr selten, dass Leute einfach grundlos töten. Also sehr selten ist noch untertrieben. Eigentlich ist es sehr, sehr selten. Ich hätte auch rüberporten können. Ja, jetzt ist es egal. Jahre später. So. Na, ich bin zu spät. Mäp, mäp. Noch eine Nachricht. Das muss der Hurenbock sein. Vater, du stirbst. Bist du jetzt still, Mutter? Bei den Göttern. Diese Vesta ist wahnsinnig. Das war's, Mutter. Alles vollbracht. Und ich komme bald zu dir und Vater. Ich kann nicht aufhören. Und ich will nicht ohne sie leben. Warum hat das so eine männliche Stimme? Wow. Vesta war keine Hetäre, sondern der vergessene Sohn von einer. Ich hoffe, die Duat wird aus dir schlau. Ja. Dann also wieder zu Smintos. Danke. Hat sich quasi als Frau verkleidet, um die Morde zu begehen. Weiß ich. Zumindest den ersten. Was ist das für eine Quest? Die ist in der Nähe, aber ich track die nicht. Verlockung des Ruhms. Okay, muss ich gleich mal in meinen Questbar gucken. Wo bist du? Hier. Hast du den Mörder gefunden? Ja, der Sohn einer Hetäre. Als seine Mutter starb, überkam ihn schrecklicher Kummer. Er glaubte, dass ihr Kar keine Ruhe hätte, bis er seinen Vater findet. Ist er tot? Es tut mir leid, Maus. Er hat nicht mit sich reden lassen. Ich habe seine Briefe und was darin steht, ist tragisch. Armer Junge, wie traurig. Was wirst du tun? Werden die Römer nicht nach dir suchen? Ich habe einen Plan, ein neues Leben in Apollonia, wo das Meer so nah ist, dass man es schmecken kann. Besuch mich dort, wenn du kannst, Herr Bayek. Viel Glück, Maus.
Okay. So, was ist jetzt diese eine Quest hier? Verlocken des Ruhms. Yay, nur noch 2 Level. Was ist los hier? Dunkle Haut, leichter Schritt, grüblerisch. Du musst der Sivana sein, von dem Felix geschwärmt hat. Es braucht einiges, um den zu beeindrucken. Du musst gut sein. Aber lassen wir die peinlichen Vorstellungen. Ich komme lieber gleich zum Geschäftlichen. Dein Ruf eilt dir voraus. Wenn du gekommen bist, um für Gewinn und Ruhm zu bluten, dann empfängt dich Kyrene mit offenen Armen. Gibt das eine Follow-Quest oder schaltet das einfach nur die Arena frei? Das schaltet einfach nur die Arena frei. Okay. Gut, die eigentliche Frage ist jetzt... Wisst ihr, was ich mal machen könnte? Warte mal, wo ist es? Ich blind? Da ist es. Ich war noch nie in dem Assassinenbüro. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Gibt's hier irgendwas? Ja, tolles Büro. 4 Kriegselefanten sind die härtesten Gegner, die man sich vorstellen kann. Ja, den habe ich gefunden. Es gibt viele Steinkreise. Ja, ja, das habe ich auch schon rausgefunden. Gut, dass hier Tutorial-Texte stehen. Eliminierungsart tötet alle Philakes auf der Welt. Wir müssen das Land von der Präsenz befreien. Okay. Was mit dir? Hallo, Bayek. Oh, was hast du denn? Questgegenstände. Diese Tafel enthält die Geheimnisse einer alten Division. Oh, cool. Ich kann einfach XP kaufen. Okay. Warum sagt man mir das nicht vorher? Ist gut. Das wird halt alles ein bisschen einfacher machen. Aber ich habe nicht genug Geld. Auf Wiedersehen, Bayek. Okay, was haben wir hier sonst noch? Was ist das hier? Vaxilla ist eine Einerinnen. Sie hat die... Okay. Mhm. Ups. So viel zu denen, zu Schriftrollen. Okay. Achso, ich muss hier rausklettern. Natürlich. Das ist das Assassinenversteck. Natürlich musst du da rausklettern. Okay. Nee, in Memphis will ich gerade echt nicht rumeiern. Besonders so viele Quests sind hier nicht. So viele Quests dürfte ich an sich überhaupt nicht mehr haben. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, noch ein paar in Alexandria. Hier oben in Kyrene bin ich auch durch. Oh, hier ganz außen ist noch einer. Da komme ich aber nicht hin. Aber doch, komme ich. Warte mal, ich könnte eigentlich da questen und könnte dann das Zwischenstück hier freischalten, weil hier war auch irgendwo noch eine Quest, ne? Irgendwo. Ich sehe sie nicht. Achso, die ist wahrscheinlich. Ja, und da ist auch noch eine rote, okay. Oh, jetzt erstmal das hier. Ich könnte auch einfach meinen Questlog abarbeiten, aber das wäre zu einfach. Ach, da. Okay. Dann laufen wir doch mal.
ich dachte echt, ich ramme den jetzt einfach um. Oh, ist hier wieder in der Festung? Okay, wir gucken uns erstmal, was das Ding hier an der Seite ist. Ich vermute mal, ich schätze. Wow. 110 plus Wasser sieht aus wie Schätze. Oder sind das zwei Lager direkt beieinander? Ja, es ist nur Schätze, okay. Okay, das war weird. Muss ich echt in die Festung rein? Oh, das sieht ziemlich nach Festung aus. Es gibt immer so viele Quests in Festungen. Super merkwürdig. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Vielleicht können wir das irgendwie umgehen. Medjay, hilf mir! Oh Götter! Wer bist du? Ein Ägypter wie du selbst, Henny. Für Ägyptens Sicherheit müssen wir fliehen. Warum nahmen die Römer dich fest? Wegen meines Wissens. Aber wir sollten hier nicht sprechen. Bist du der ägyptische James Bond, ja? Kann ihn da nicht runterwerfen? Come on. Echt nicht? Warum nicht? Und sieht hier eh keiner mehr. Wir sind safe. Das ist noch nicht weit genug aus der Festung raus. Es wäre schön, wenn er mir eine Karte geben würde mit, hey, lauf doch zumindest bis hier. Ich bin einer von Apollodoros getreuesten Spionen. Teil seiner göttlichen Manipulation der Fäden. Jemand hat uns hintergangen. Hat unsere Agenten in der Kyrenaika verraten. So hat der Centurio mich gefunden. Er hat eine Liste mit Namen. Dann werde ich sie ihm abnehmen. Er ist bei den Grenztürmen auf Patrouille. Finde den Bastard und finde heraus, was er weiß. Wer noch gerettet werden kann. Für Ägypten. Für ein freies Ägypten. Mögen sich unsere Siege vervielfachen. Okay. Das ist, ja. Der eine Satz war obviously nicht ein anderer Synchronsprecher. Nee, nee. Überhaupt nicht. War genau derselbe. Schön. Sehr schön. Da-da-da. Warum musst du in jeden Heuballen reinspringen wie so ein Vollhorst? Ich weiß nicht, von wem ich gerade Aggro hatte, aber okay. Interessant. Habe ich eigentlich inzwischen genug Punkte für meine Giftpfeile? Neat.
Nein. Bogen ausgewählt. Ich bin so irritiert. Egal. Achso, der ist am... Ich wollte gerade sagen, warum wird denn die Zahl nicht kleiner? Der ist am Patrouillieren. Befestigung der Römer. Das woran erkennst du das? Ketzerisch und imperialistisch. Wie schnell patrouilliert der denn? Guck dir an, wie der rumteleporten ist. Was ist das denn? You have to be fucking shitting me. Boop. Und warum überhaupt ist der am Arsch der Welt? Ich sollte mein Kamel hier vorauspacken. Ja, wo bist du? Anscheinend gibt es da einen Autoweg hin. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt? Oh, jetzt. Was ist da? Eine Straßensperre? Zu Artemok und Parkett! Mhm. Ich verleg auch gerne Parkett. So. Warte mal eben. Meter. Oh, ich sehe es. Glaube ich. Ja. Hast schon gedacht, dass es das Ding ist. Okay. Ja. Wow. Straße folgen nicht möglich. Jetzt? Guck mal, hier ist eine Straße. Danke. Das ist somit das beste Feature, was sie eingeführt haben. Zumindest mag ich das Feature sehr. Komme ich dem actually näher? Auf jeden Fall reite ich weiter. Das ist schon mal beruhigend. Das sieht aus wie ein Lager. Meistens läuft das wie fiese Umwege. Ja, meistens, aber es ist halt einfach... Ganz ehrlich, lieber läuft das Vieh so ein paar Umwege und ich entdecke irgendwas, als dass ich, weiß ich nicht, verzweifelt versuche immer denselben Weg zu laufen und es funktioniert nicht. Es ist einfach, beim Stream ist es halt einfach super angenehm. Du kannst einfach mal den Controller zur Seite legen. Auf dem Bildschirm passiert trotzdem noch was. Kannst dich einfach mal zu trinken einschütten. Das ist super. Jetzt muss ich vorsichtig sein.
Ja, jetzt musst du extrem vorsichtig sein, weil die irgendwie alle aggro sind, as fuck. Die sind auch alle auf der Hut. Du verstehst nur die Hälfte. Ja, sorry, ich weiß nicht, warum ich heute keinen Transcode habe. I'm sorry. Ist der dem Attentat gedodged? Okay. Noch ein Spion im Balagrei. Er ist in großer Gefahr. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Und das wurmt mich auch, ehrlich gesagt. Aber ich... Keine Ahnung, warum er das jetzt macht. Wo ist die nächste Quest? Die hier unten, Schatten von der sind hier wieder neue Quests gespawnt. Natürlich spawnen hier neue Quests. Es spawnen immer neue Quests. Sind vielleicht in Siva auch neu gespawnt, just for the lulz? Nein, in Siva sind keine neu gespawnt. Das ist ja beruhigend. Ja, aber das hier ist um die Ecke und da ist ein Aussichtspunkt. Plus da ist eine viel zu hohe Quest. In die Richtung. Okay. Okay. In welche Richtung wollte ich nochmal? Ach ja, da lang. Das habe ich gesehen, das ist sehr schön. Dann hast du das gesamte Highlight der letzten 10 Minuten gesehen. Es ist schon traurig, dass die Highlights dieses Spiels quasi die Ragdolls sind, nachdem Bayek gestorben ist. Das ist trauriges Geschichte. Ah. Bom. Das Abrollen fand ich gut. Ja, das Abrollen ist die beste Fähigkeit in Odyssey. Mit Abstand. Definitiv ein Highlight des Spiels, nachdem ich das jetzt hier gespielt habe. Und es gibt halt keinen ähnlichen Skill in diesem Spiel. Wow.
Ja, ja, das waren random Dudes. Das ist die eine Quest.